Guten Morgen, meine kleinen Honigmäuse. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem wunderbaren Video. So Leute, passt mal auf. Ich werde jetzt 7 Monate lang mich auf Tour begeben. Schönen Roadtrip machen. Wir werden bekannte Orte wieder sehen und wir werden auch wieder in den Süden fahren. Aber Details dazu gibt es später. Wichtig ist erstmal zu wissen, es geht los, das gibt wieder neuen Content, frische Videos, bam. Das gibt ein paar Sachen, die auf dem Plan stehen, die werden extrem werden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und für alle Neuen, die hier am Stissel sind, ja, die hier neu dazugekommen sind, pass mal auf, ich bin Manu und das ist Soljanka. Und wir beide wohnen quasi seit 2 Jahren hier in so einer alten Bullenkarre, in der ich mich gerade befinde. Aber wir leben mittlerweile schon seit 4 Jahren insgesamt auf 4 Rädern und ich möchte das nicht mehr missen wollen. So, und ich möchte euch darum bitten, abonniert mal den Kanal. Das gibt noch viel zu viele Leute, die immer zukicken, aber nicht diesen scheiß Knopf drücken. Das wäre wunderschön, wisst ihr warum? Weil das hilft mir und das motiviert mich, verstehst du? Also wenn du hier schön Content sehen willst, wie wir beiden Verrückten die Welt unsicher machen, dann musst du nur diesen kleinen Kacki-Knopf drücken. Ich stehe hier schon seit ein paar Wochen bei meiner Atze, denn ich hatte ein paar Arzttermine und das Ding ist jetzt für dieses Jahr zumindest erstmal durch. Dazu komme ich dann später auch nochmal ausführlich, was das bedeutet. Das Wetter ist regnerisch, herbstlich. Und das ist doch eigentlich der beste Start auf so einen geilen Roadtrip, oder what? So, was ist der Plan für die nächsten Wochen erstmal? Ich werde jetzt noch ein paar Tage in Brandenburg verbringen, dann geht's rüber nach Sachsen. Ich werde wieder nach Leipzig fahren und unter anderem Georg besuchen. Und dann werde ich ein bisschen weiter Richtung Süden schimmeln, nach Bayern erstmal rüber. Ich werde mit Sicherheit auch wieder in Hirschberg eintrudeln. Und da ein paar Tage verbringen, weil es einfach wunderschön ist. Und dann ist der erste wichtige Stop erstmal Liselle. Ich werde Liselle in Amberg besuchen. Das wird Mitte Oktober so in dem Dreh passieren. Dann werden wir mal kicken, wie wir das mit Spanien regeln. Ob wir nach Spanien fahren, wie wir nach Spanien fahren oder ob es vielleicht doch nach Griechenland geht. Das nächste große Ding, was für mich ansteht, Leute. Und ich habe wirklich einen Kackstift in der Hose. Und zwar werde ich an einem Ayahuasca-Retreat teilnehmen. 3 Tage lang Ayahuasca-Session in Süddeutschland mit echten Schamanen aus Peru. Dazu komme ich auch noch mal in einem separaten Video. Mega abgefahren, kann ich euch nur sagen. Wie gesagt, ich habe Stift in der Hose, aber ich glaube, das wird richtig, richtig krass, aber auch richtig, richtig gut. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal los. Das erste Ziel wird ein See in Brandenburg sein, nicht weit weg von Berlin. Ich möchte nicht genaue Details verraten, aber ich war schon mal da. Wer aufmerksam war, wird diesen See auch wiedererkennen. Und auf dem Weg dahin müssen wir Wasser auffüllen, wir müssen einkaufen gehen. Ich wollte noch mal bei Holzposseling vorbeikicken und bestimmte Oberflächen, Holzoberflächen, Geschissel holen. Denn ich habe natürlich wieder vor, ein bisschen zu basteln am Bus, während ich in Spanien oder sonst wo im Süden abhänge. Dazu komme ich aber auch später noch. Wie ihr seht, Leute, ey, es wird Content geben en masse. Babam, babam, klatschen musstet. So, dann würde ich sagen, Abarsch oder was? Und wenn ihr wisst, wo ich hier diese Abdeckung von Lenkrad herkriege von Mercedes, sagt mal Bescheid, denn die ist mir kaputt gegangen und das sieht irgendwie blöd aus. Mit diesem Loch hier drin, wisst ihr? So, Leute, ich sag euch, ich bin richtig gehypt. Ich habe richtig Bock loszufahren. Also ich habe jetzt erstmal Futter für die nächste Woche, würde ich sagen. Hundefutter haben wir auch am Start.
Wir haben verschiedenste Sachen, leckere Sachen, um verschiedenste leckere Gerichte uns zu kredenzen. Na, seid ihr genauso gehypt wie ich? Naja, ich hoffe doch. Nächster Stop wird auf jeden Fall sein Holzposling. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist, glaube ich, so ein Berliner Ding. Das ist so spezialisiert auf so Holzkram, ja, würde ich jetzt mal sagen. Kriegst du ein bisschen mehr Stuff als im normalen Baumarkt. Ich bin Fan von Posling, denn die haben ziemlich viel so Oberflächenbehandlungskram. Und das ist auch der Grund, warum ich da hinfahre. Denn ich habe Großes vor. Wer sich erinnern kann, ich habe in Spanien die Wände nochmal komplett neu gemacht, abgeschliffen, behandelt und so weiter, weil es hat ja hier drin gebrannt. So, was jetzt allerdings noch fehlt, das sind die ganzen Schubladenblenden und so weiter. Ja, das hier alles. Und auch die Seitenwände von den Schränken, das sieht alles scheiße aus. Das kommt einerseits durch den Brand, weil der Ruß sich halt abgesetzt hat, ne? Ich habe auch schon an der einen oder anderen Stelle mal angeschliffen und mal eine Holzbehandlung gemacht, um zu gucken, wie das wirken würde, ja? Aber mir fällt dieses Fleckige nicht, weil das bringt extrem viel Unruhe. Wenn man jetzt überlegt, wenn jetzt alle diese Schubläden und auch die Wände so fleckig wären, das würde mega unruhig werden. Das kannst du nicht machen. So, und die Idee ist jetzt quasi zu Posling zu fahren und mir da Dekorwachs zu holen. Das wird der ein oder andere jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Das ist halt kein Öl, was ich normalerweise benutze, sondern wie der Name schon sagt, ist das Wachs mit Pigmenten versehen. Damit habe ich zum Beispiel meinen ersten Bus schon behandelt und das ist sehr schön. Die Stärke an Dekorwachs ist, dass das halt die Holzmaserung so leicht überdeckt halt mit Pigmenten, ja. Und dementsprechend auch Flecken oder halt dunkle und helle Stellen so ein bisschen kaschiert, dass das halt ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Denn nur durch Schleifen kriegt diese Flecken da nicht weg. Die sitzen viel zu tief. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass das funktioniert, ja. Dass das cool aussieht. Ursprünglich sollte ja die Farbe von den ganzen Wänden und von den Schubkastenblenden sollte eigentlich grau sein. So, und durch den Ruß und weil das schon gealtert ist und alles nicht so aussieht, wie das ihren Zähne hätte, sieht das eher dreckig graubraun aus. Und das gefällt mir nicht. So. Und wenn wir das geschafft haben bei Posling, dann jetzt straight zum See. So, gerade aus Posling zurück. Was haben wir geshoppt? Wir haben einmal Osmo Dekorwachs in Seidengrau und einmal in Graubeige. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ich wollte eigentlich grau haben und dann habe ich das Graubeige gesehen. Und das finde ich eigentlich auch ja nicht so schlecht, weil es doch einen leicht wärmeren Ton hat. Ne? So ein Graubeige eben. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal einen Probeanstrich machen, was mir besser gefällt. So, was haben wir noch gekauft? Wir haben noch einen kleinen Rundstab gekauft, habe ich gesehen. Dachte ich mir, weißt du was? Ich brauche unbedingt mal wieder eine Halterung für meine Küchenrolle. Das nervt mich übelst ab, dass ich keine Halterung mehr für die habe. Ist eher abgefackelt damals. So, was haben wir noch? Schleifschwämme. Ich bin mega Fan von den Schleifschwämmen. Also ich habe ja auch eine Schleifmaschine, um das hier abzuschleifen. Aber so für den letzten Schliff, weißt du, nochmal schön mit dem Schleifschwamm hier rüber. Und dann, ganz wichtig, Gasdämpfer. Gasdämpfer für die Hängeschränke. Weil ich habe die abgebaut und immer wenn ich an den Schrank will, dann klappt mir das hier zu und geht mir tierisch auf den Sack. So, und was man hier auch noch sieht, dass das hier dunkel ist, ne? Das ist dunkler als die anderen Verblendungen von den Schubkästen und so. Und ja, da habe ich mal eine Farbe ausprobiert, ne? Halt einfach ein Braun, ob mir Braun gefallen könnte. In Kombination mit der Wand und so weiter. Das hier fällt mir einfach nicht. Das sieht aus wie 90er Jahre. Oder wie einer, der halt zum allerersten Mal Beize in seinem Leben gefunden hat und denkt sich so, oh geil, ich mach braunes Holz. Genau so sieht es aus und das will ich nicht. Ich will fancy. Ich will grau oder graubeige, irgend sowas in Kombination mit meinen hellen Wänden und vor allen Dingen auch in Kombination mit den dunklen Arbeitsplatten hier überall drauf, ne? So, das ist aber ja nicht das Thema dieses Videos. Das wird alles passieren, wenn ich im Süden, im warmen Süden im Winter bin. Da macht das richtig Spaß. Wetter ist schön, ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und man kann ganz gemütlich an seinem Bus rumwerkeln. Drin oder draußen, scheißegal. So, hier noch hier labert. Ich werde den Schissel jetzt mal wegräumen. Und dann, meine lieben Freunde, fahren wir zum See. Habe ich schon richtig Bock drauf.
So Leute, wir sind endlich am See angekommen. Sojanka hat schon richtig Bock, spazieren zu gehen. Hast du richtig Bock auf spazieren gehen? Oh, oh, spazieren, spazieren. Ja, Sojanka hat richtig Bock. Na los. Wir sind an unserem ersten Spot angekommen. Endlich, ich konnte es kaum erwarten, endlich loszumachen. Brandenburg, na, was heißt Brandenburg, aber Berlin hinter mir zu lassen. Ja, an diesem See war ich ja im Frühjahr gewesen. War sehr, sehr schön. Und das war auch der erste See, der mir jetzt eingefallen ist, wo ich meinen ersten Stop mache, weil es einfach wunderschön ist. Und bei dem Wetter jetzt ist hier auch keiner, wie man sieht. Ne? Normalerweise im Sommer ist hier schon einiges los mit Campern und so. So, ich gehe jetzt mit Sojanka hier ein bisschen spazieren. Eben um den See rum, denke ich mal. Und ich kicke mal ein bisschen, was die Pilzwelt sagt. Hier sollte das doch gut abgehen, denke ich. Was sehen meine entzündeten Augen hier an diesem wunderschönen Birkenbaumstamm? Ganz frische Birkenporlinge. Da weckt mir direkt mal einen abschnapseln. Der ist unten immer weiß bis cremefarben, je nachdem wie alt er ist. Und die Huthaut ist hier lustigerweise auch relativ hell und mit bräunlichen Pünktchen. Aber im Normalfall ist der richtig rehbraun. Aber man kann ihn eigentlich nicht verwechseln, weil das ist so... Der ist auch so gummiartig von seiner Konsistenz, wenn der frisch ist, weißt du? So ein bisschen fleischig, sehr fleischig. Und den, meine lieben Freunde, und den kann man trocknen, ja? Oder auch frisch, machst du dir einen Tee draus. Und der ist besonders gut, wenn man Bauchschmerzen hat. Ja, das ist quasi, musst du keine Schmerzmittel nehmen oder was, machst dir einen Birkenpollingstee und du hast einfach keine Bauchschmerzen mehr. Das ist wirklich absoluter Knaller, habe ich immer dabei. Wobei ich relativ selten Bauchschmerzen habe, aber ich habe schon öfter Leute getroffen und habe denen dann quasi den Birkenpolling gegeben. Und die sind alle verzaubert von der Wirkungsweise, weil das funktioniert, meine lieben Freunde. So, das hat jetzt ordentlich angefangen zu regnen, pünktlich, wo wir zurück sind am Bus. Hier mal, da stehen wir, mitten in der Pampa. Also der Spot ist schon wirklich geil, finde ich. Gerade wenn halt keiner da ist, ne? Hier ist richtig frei. Kick mal, man kann eh mal rumkicken. Da ist Wasser, 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 Wasser. Von da hinten kommen wir. Da hinten fängt das Wasser wieder an. Halbinsel ist das hier. So Leute, ich mach's mir jetzt mit Sojanka erstmal ein bisschen gemütlich. Was essen vor allen Dingen. Weichenecke. Und schön, dass die Kissen nass geworden sind. Auch nicht schlecht. Na Hoppi. Ja, hatte ich vorher ein paar Steinpilze gefunden, schon aufgeschnitten. Wir wollen natürlich auch im Winter schön Steinpilzrisotto wieder machen, wa? Dafür brauchen wir ordentlich Steinpilze. Gut, kommen wir mal hier hin. So, Sojanka hängt auch schon hier ab. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen, anfangen Video zu schneiden. Ihr wollt ja auch schon demnächst was sehen, denke ich mal. Und heute Abend gibt es Folgendes. Den Rest von einem geilen Auflauf, den ich gestern gemacht habe. Ich sag euch Leute, dieser Auflauf, der ist so lecker. Und den werden wir zusammen auch irgendwann nochmal nachkredenzen. Und dann erzähle ich euch genau, wie man den macht. Ganz easy. So, gut. Kaffee machen, Backpfeife, Video schneiden. Also ich muss euch sagen, auch wenn ich es überhaupt nicht mag, wenn es kalt ist draußen, wa? Ich bin so eine Frostbeule. Aber ich liebe das im Herbst und im Winter so, weißt du, wenn es draußen richtig scheiße ist, am besten so wie jetzt am Regnen und du sitzt drin und hast es halt mega niedlich. Und von außen sieht es ja nicht so aus, von außen sieht es halt so ein kaltes, olles Auto. Denkst du, das kann doch nicht gemütlich drin sein. Aber Leute, es ist einfach der Hammer. I love it.
du so, er kriegt jetzt zwar keinen Kaffee, aber guck mal hier, schön getrocknetes Fleisch. Lecker, lecker. Machen wir es uns gemütlich oder was? So Leute, ich gehe jetzt mit Sojanka noch mal die Abendrunde laufen. Ich war jetzt die ganze Zeit am Videoschnippeln. Ich habe mir auch einen Ofen angemacht, das war ganz schön kühl, muss ich sagen. So, kick mal, Disco Sojanka. So, wenn wir wieder zurück sind, werde ich mal ein bisschen am Videoschnippeln und vor allem mir meinen Auflauf wieder warm machen. Ich habe nämlich noch nichts weiter gegessen heute. Na, jetzt hast du dich schnallt, wa? Jetzt hast du dich schnallt. Nachdem wir von der Abendrunde zurück sind, gibt es immer Futter für Sojanka. Und mittlerweile kriegt sie von mir morgens immer erstmal einen Schuss Wasser drin. Ja. Zack. Und dann Haferflocken. Ordentlich Haferflocken. Sind gesund. Und vor allen Dingen ist das schönes Streckmittel für das verdammt teuer gewordene Hundefutter. Sie kriegt jetzt von mir abends immer so eine halbe Dose Nassfutter, ja. Und zwar das Gute, das Teure. Und das ist mittlerweile richtig teuer geworden. So Mäuschen, lecker fressen ist fertig. Na los, na komm. Na hopp. So, nachdem sie ihr Futter gekriegt hat, kriege ich mein Futter. Schön Auflauf warm machen. Ich sag euch, der ist so lecker. Ja, und dann würde ich sagen, weiter Video schneiden, was essen. Und dann ist eigentlich der Tag auch schon fast rum, meine lieben Freunde. So schnell geht es. So, beim Essen ein bisschen YouTube kicken oder was? Danach geht's aber weiter mit dem Schnippeln. What's up everybody? Welcome back to my YouTube channel, where I live in a van, travel cool places. Okay, Millie, you carry this one. And I'll carry this one, come on. Ab ins Bettchen. So Leute, ich gehe jetzt ins Bettchen. Ich bin müde. Ist Zeit, sich einzumurmeln. Und dann sehen wir uns morgen oder was? In alter Frische. Guten Morgen, meine liebe Schnecke. Ich wünsche euch einen angenehmen guten Mangiorno, meine kleinen Honigmäuse. Ich hoffe, ihr habt auch so gut geschlafen wie ich. Das war wirklich, ich habe geschlafen wie ein Stein. Es war einfach herrlich. Allerdings kann ich meinen Kaffee jetzt ja nicht so wirklich genießen, denn Sojanka sitzt schon die ganze Zeit draußen und kickt mich an und will endlich spazieren gehen. Kick mal da und die kickt die ganze Zeit durchs Fenster und wartet, bis ich endlich rauskomme. Aber was uns auffällt, wenn wir rauskicken, meine lieben Freunde, die Sonne kommt raus. Das wird heute ein richtig schöner Tag. Ansonsten ja, wir werden sehen, wie die Tour hier weitergeht. Wir haben 7 Monate vor uns. Ich weiß ja selber nicht, was alles passieren wird. Ihr wüsstet ja erst recht nicht. Also schön Abo-Knopf drücken. Das kostet ja auch nichts. Weißt du, das kostet doch nichts. Nicht mal einen Pfennig, einfach nur einen Klick. Weißt du, das Einzige, was passieren kann, ist, dass du den Finger dabei brichst. Aber das will ich natürlich nicht. Also schön vorsichtig aufdrücken. Ne? So, in diesem Sinne, ich werde jetzt mit Sojanka schön rausgehen, ein bisschen Morgenspaziergang machen. Und dann sehen wir uns. Ne? Ihr kleinen Mäuse. Reinjauen.